สวัสดีค่ะคุณชาชาเจอูอุนพอลส์อัลส์ไทยแลนด์ไปไหนไปดูน้ำคุณสัมวาสาอินสังโควีฮัตกาเน่กะเซน Richtig. Heute fahren wir mal gucken hier, wie der aktuelle Wasserstand hier ist. Es hat ja hier auch gewaltig geregnet. Und fahren wir zum Stausee rum. Ja. Ich habe auch noch vor, an dem Platz zu fahren, wo wir schon mal waren im Sommer Trockenzeit, wo die ganzen Kühe waren. Da mal im Vergleich nochmal zum gucken, wie wir da so sind. So. Heute darf Porn fahren, weil ich bin ein wenig unpässlich und ich möchte heute nicht fahren. Das hat schon seinen Grund. Und ich kann das fahren, nicht passieren. Ja. Was kannst du nicht fahren? Hier in Ordnung. Ja, wo kannst du nicht fahren? Bangkok, okay, da kann auch keiner fahren. Da ist also... Pattaya auch so ein bisschen schwierig. Da fahre ich auch nicht. Also Bangkok, Pattaya, okay, das ist ja, da hast du nur Stau. Ja, die so. Pattaya kann das, die Motorbike, aber ja. Die Auto, ja, kann das, aber die ganz so. Ja. In unserem Hochzeitsvideo hat Stefan auch noch was geschrieben. Stefan Chang, Grüße gehen raus. Ich sollte mehr mit Sonnenbrille arbeiten. Ja, also heute muss ich leider auch damit arbeiten. Was heißt muss, sollte, weil es ein wenig abschreckend ist. Ich sehe aus wie Quasimodo und deswegen fahre ich heute auch jetzt nicht. Ich habe beide Augen zu, alles ist zu und war noch schlimmer, hier ganz das Gesicht voll, da war tickt dann da Elite. Aber mache ich davon noch ein Video, ne, oder? Nein, das ist peinlich, echt wahr. Peinlich ist eine Allergiesache und aber ich kann heute echt nicht fahren, das traue ich mir heute echt nicht zu. Mit den Augen hier, ich sehe ja kaum noch was dann da, ne? Und da sicher zum Fahren, das sage ich mal, hoppala. Da sage ich mal heute lieber nein und lass Born auch mal fahren, ne? Das geht dann ja auch. Ist halt nur, ja gut, eine optische Sache. Jetzt Medikamente drin, auch noch dabei da. Und nee, komm, lass sein dann. Ja, also. Dann soll sie mal lieber fahren, bevor noch ein Unfall passiert. Ne? Ich fahre ja seitdem ich Führerschein habe. 18, ach Quatsch, 16. 16 hatte ja schon 1B gehabt dann. Ne? Da hatte ich einmal einen Unfall gehabt mit meinen 80er. Aber da hat mir eine Oma die Vorfahrt genommen, bin ich auf der Hauptstraße gefahren mit meiner 80er und die ist dann da voll rausgezogen, hat mich nicht gesehen nachts. Das war mein einzigster Unfall, den ich hatte. Seitdem ich also Auto fahre, fahre ich unfallfrei, weil jemand sagt, Uwe fährt wie Drecksau. Ne? Also wirklich war keinen Unfall gehabt, unfallfrei jetzt gefahren, auch in Thailand. Neustraße. Straße sieht ein bisschen schrecklich aus, ja. Also unfallfrei. Ich hatte in Deutschland auch meine Versicherung, was hatten wir da? SF 25, 20, ganz unten da, ne? Und beim Daimler bin ich auch gefahren mit Schlepper. Und auch dort unfallfrei. Was heißt unfallfrei? Ja gut, da gab es ein paar Rempler, aber da hatte ich ja was anderes dann da. Ne? Oh, warte mal, ich habe noch Zoom noch hier, ne, oder? Also auch beim Daimler dann ne? so gut wie unfallfrei. Ein paar Rempler gab es dann da auch. Na ja, gut. Das zählt aber nicht dazu, dann ist ja was anderes dann da. Ne? Also, so soll es auch dann bleiben, dass ich dann unfallfrei gefahren bin. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie der Uwe hier so Auto fährt. Dann, ne? Und jetzt stellt euch jetzt mal vor, der Uwe fährt hier mal wieder jetzt Motorrad. Ich hab einen sportlichen Fahrstil, sagen wir es mal so dann da. Ne? So, also, ne? Und so bin ich mit Motorrad ja auch gefahren.
also noch wieder anders wie mit Auto. Und deswegen sage ich hier ganz klar, nein, Uwe, hier fährst du kein Motorrad dann. Das wäre dann hier bei dem Verkehr dann noch ein bisschen. Mit meinem Fahrstil passt sich das nicht so an dann. Egal, also das nur mal am Rande. Wir fahren jetzt zum Stausee. Stausee vom Sanko. Wir wollten noch Apotheke. Die hier Apotheke, Vico Oso Sanko, Kampel. Die müssen die Tropfen aber, ja gut, jetzt Kampelmatt. Such. Ja, sieht auch nochmal was anderes holen, nochmal jetzt Augentropfen hier gegen Allergie. Und ja, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das sehe ich schon. Die Pumpen. Ja, ich weiß schon. Oh, das ist ein schönes Tor. Hui. Verlangen, nicht? Natürlich! Das hat nur Farang sowas. Ja. Thai hat es nicht. Diese hier. Haufen Farang. Oh, sieht man gar nicht. Ich habe die Kamera falsch. Ja. Die Scheibe ist auch jetzt getönt hier. Sankoa sind wir. Oh, sie hat gemacht mir ganz gut. Hier waren wir auch gucken wegen dem Brunnen hier. Ne? Ja, ganz genau. Das war ja hier der erste, wo wir jetzt geguckt haben. Da hat derjenige, der bei uns den Brunnen gebohrt hat, hier vorher auch schon jetzt gebohrt hat, ne? Und die hat auch dann 50.000 bezahlt. Ne? Also weil dann auch einige Sachen hier, Uwe, du hast da jetzt einen Farangpreis bezahlt für den Brunnen. Nee, also die hat auch 50.000. Sie mag dreimal. Dreimal jetzt gebohrt, ne? Zweimal haben sie irgendwo nichts gefunden, ne? Nein, vom Farm. Ach so. Vom Farm. Na, zu 150.000 hier bezahlt. Für drei. Ja, boah, ja. Schimak vom Farm. Dreimal gebohrt. Schön. Und dreimal getroffen. Ach, so war's. Ja. Bist du sie schon? Ah, ich fahre. Weil der See ist andere Seite. Ja. Meines Wissens ist der See die andere Seite. Ja, richtig. Richtig, nicht diese Seite. Frage Leute. Oh, da. Navigation auf Thai. Sei qua. Dresden, Nufbuckel nahe. Stickreis brauche ich nicht. Ich will nichts Wasser sehen. Weiter, weiter. Er hat gesagt, weiter. Weiter. Immer geradeaus. Also. Ach, ich weiß ja nicht mehr. Ach, jetzt drehen wir rum. Jetzt machen wir jetzt einen Bogen hier. Ach, jetzt machen wir einen Bogen. Hm? Sie. Hier, ja, das wird bestimmt hier sein. Ja. Weil hier schon weiß. Oder? Mhm. Oder doch mehr. Marius, geile Aufnahme, finde ich. Finde ich eine geile Aufnahme, dass er da gemacht hat. Echt. Die Pfefferminz bin ich dein Prinz. 30 Jahre zurück da dran. 30 Jahre später. Ich muss fahren, Porn kann hier nicht fahren, sagt sie. Ach Gottes Willen, um Gottes Willen. Da fahre ich hier halbblind besser als sie hier. Ja. Ich habe das ja gerade hier aufgenommen. Sie hat rückwärts gesetzt hier. Naja, gut, lassen wir das. Also, das ist hier der Nampung-See.
der Staudamm. Der ist aber nur zu 68% jetzt voll, ne? Mehr hat der noch nicht. Das sind gerade die aktuellen Zahlen sind durchgekommen hier von irgendwelchen anderen Stauseen auch. Die sind schon 99% voll oder was, ne? 100% auch schon. Aber der hat nur 66, ne? Der ist ja aber auch ein riesiger See, ne? Das muss man auch mal sagen, ne? Immer in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben. immer fahren. Dann meine, na. Ha? Ich hab gesehen. Das ist schön. Wo Nam kommt hier? Dann go in Nampung. Ja, ich hab gesehen. Mit dem Daimler käme ich aber nicht durch, das sage ich euch mal gleich hier. Ehrlich. Das wäre aus hier mit dem Daimler hier. So kannst du parken. Ja. Hier kann ich parken, hier ist trocken. Ja. Hier geht. Thai-Style. Ja. Alle Drohnenaufnahme machen hier, wa? Mit Drohne. Wo geht das Wasser überhaupt hin? Wo geht denn das Wasser hin? Da läuft er. Da läuft er. Der Hinweis weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, was da läuft. Ich schwenke mal. Auf Fischchen. Jo. Ich habe keine Silberscheibe auf Fischchen. Hier braucht man keinen, nein. Hier brauchst du keinen. In Thailand ist Fishing erlaubt. Da geht. Oh, da läuft es aber Wasser durch. Da läuft es aber durch. Bitte Lutschicken, ne? Von mir. Jumping, den Lutschicken da. Da läuft es aber noch. Hat mehr, kann das hat mehr. Ne? Ich glaube, da kannst du aber auch nicht gegen schwimmen. Ne? Nein, lutschig. Nee, ne? Nee. Nein, da kannst du gegen schwimmen. Der zieht dich mit. Aber wo geht er hin? Ja, wo läuft er denn? Ja, wo laufen sie denn? Da, Brücke. Keine Ahnung, da. Jetzt stehe ich hier und gucke mir das so an. So, und jetzt habe ich euch gerade vorgelesen, Nampungsee ist nur 68% voll. Das wäre jetzt der 100. Also ist es nicht der Nampungsee, sondern das Wasser geht in den Nampungsee rein. Jetzt ist es richtig. Deswegen sagte ich auch, das kann nicht sein, dass das der ist hier von der
Strecke, die wir fahren, das ist er auch nicht, das ist ein anderer See hier, Überlauf und der geht jetzt in den Nampungsee rein. Jetzt haben wir es richtig. So. Das ist ein anderer See, ich muss mal gucken. Richtig. Dann kam vor Angetnam Nampung. Richtig, das habe ich gerade gesagt. Weil das kann gar nicht sein. Ne? Das ist jetzt ja voll. Also, das heißt, Stöpsel, ne? Zack, Überlauf. Fertig so. Und Nampung ist nämlich noch nicht voll. Genau. Da fahren wir jetzt hin. Ich möchte auch so spenden, da in der Tempo da, Dieser Tempel da? Ja, wie hat gar nicht Spenden da. Oh, das kriege ich jetzt gar nicht mit meinem Auge, da kann ich überhaupt nicht sehen. Guck du mal rein hier in die Linse, wo ich hin muss hier. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, oder? Ich habe nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich mag es. Ich sehe es gar nicht mit meinem Auge jetzt hier. Auf jeden Fall ist da noch ein Tempel. Ja, ein Tempel. In Berg. So. In Berg, ja. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ich sehe nichts. Ich bin blind. Die Leute haben gesagt, also kann das go to Angetnam, Sangel, 5 Kilo nach unten, nach Sang, hier durch nach Sangho. Aber same, this, aber kleine, nicht same, Sangho. Ich bin nicht, aber bitte, wie go to. Nampung. Genau. Ich bin dabei. Ne? Möchte ich jetzt nicht tauschen. Und da durchballern jetzt hier durch die Straße jetzt hier. Geil. Er macht jetzt an Fischen. An Ködern. An Ködern. Ja, an Ködern. So wie wir auch machen, weißt, wenn die Fische füttern, dann jetzt kommen sie alle. So, dann kommen sie alle. Und dann kannst du dann da fischen hier. Ne? Also wirklich in Thailand, es gibt keinen Angelschein. Du kannst überall angeln. Nicht in Thai. Wie bitte? Oh, Jürgen hat gesagt, kann man angeln, jeden. Nicht jeder kann angeln. Ja, aber nicht in Thai. Teich, hat sie gesagt, nicht im Teich. Oh. Ja, gut, nicht auf dem privaten Grundstück. Ja. Okay, das ist klar. Aber so an so einem öffentlichen Stausee, an einem öffentlichen See kann jeder angeln. Nur nicht mit einem Netz durchgehen. Das darfst du nicht. So, man hat Schleppnetz. Für darf man nicht. Ja, ich spreche von Schleppnetz. Das darfst du nicht. Aber so angeln und ein Wurfnetz darfst du auch machen. Ja, darfst du. Ne? Mit Netz. Ja, aber nicht. Ich meine doch mit so einem langen Netz, dass du hier so durchgehst und dann durchziehen. Ja. Das darfst du nicht machen. Aber jeder darf angeln und die Fische sind dann deine. Da brauchst du also nicht irgendwie zum Bürgermeister. Hey, ich habe einen Fisch gefangen, was muss ich jetzt bezahlen oder was? Nein, ist nicht. Ne? Also wirklich, das ist alles der Bevölkerung freigestellt. Ne? Ohne Angelschein oder was. Also, finde ich auch gut. Ne? So, pass auf, hier sind wir jetzt, Standort. So, jetzt weißt du da, und der Nampungsee fängt ja erstmal hier oben an, siehst du da. Da läuft der Nampungsee lang. Alles. So, jetzt weißt du Bescheid. Dahin. Dann läuft er da echt irgendwie komplett durch bis da oben hin. Wir fahren. Straße vom Anfang, vom Zuhause mehr, noch nicht machen. Oder mehr, ich muss hier. Bei uns war es noch schlimmer aus dem Anfang. Ja. Da kamst du gar nicht mehr durch. Als wir noch keine Straße hatten. Dass wir noch keine richtige Straße hatten. Die Oberdom zu machen, das ist schmutzig. Mein Gott. Schön.
Immer fahren, immer fahren. Kampung. Richtig dahinter. Ja. Nee, ich wollte dahin, wo wir geguckt haben. Ich glaube schon ein Jahr her oder was. Ne? Ja, schlimmer als hier kann die Straße nicht sein, mein Schatz. Ne? Wo wir schon geguckt haben, Maffei haben wir geguckt da. Und da waren die ganzen Kühe auf der Wiese da und da war ja kein Wasser da. Da möchte ich hin, im Vergleich zum Gucken. Boah, ein Wasser. Vor wie im Wilden Westen hier bei. Ei. Ja, fahren wir dahin. Das kann man nämlich dann nochmal vergleichen. Kann ich da nochmal einen Link setzen zu dem alten Video? Ja, auch mal. Schön, mein Schatz. Immer Gas geben, immer Gas geben. Nicht stehen bleiben. Kommt einer? Nein. So, willst du wieder fahren? Ja, schön. Ach, Schatz, ja, schön. Dann machen wir einen Wechsel. Hier, die Pusseln, die Wasser haben wir noch. Nicht gut. Nicht gut, ne? Ja, bei. Aber auf beide Seiten, gell? Ist klar, gell? Ist klar. Geil. Herrlich, herrlich. Gerade frisch geputzt. Tauben, mein Scheiß. Tauben. Kann man essen. Kann man Suppe machen. Suppe. Gibt Suppe. Die Straßen jetzt in der Regenzeit, ne, sind ein wenig belastet in der Regenzeit. Platzt das alles auf, da weißt du, und da sind einmal riesen Löcher da, ne. Boah, ganz gut. Ja, das sind dann diese. Oder? Diese Fallen, weißt du, da mit Motorrad oder was? Du, angerauscht. So, hier sind wir jetzt. Nampung Dam. Jetzt pass auf. Hier waren wir ja auch schon in der Trockenzeit. Und jetzt ist. Was haben wir denn für ein Datum heute? Keine Ahnung, Mitte September. Ja, ne, also voll ist er nicht, ne? Das muss ich sagen. Also wir sind hier nicht voll. Noch lange nicht, ne? Das sind jetzt 68%. Vorne hat er was gefunden hier. Aktueller Stand. Ich zeige. Oh, tatsächlich, das steht auch noch hier. Ah, hier war der Sonnenstand immer hier ein Schild. Nicht schwimmen. Jetzt ist, musste schwimmen mit Jacke oder mit Ring. Entschuldigung, ich bin Rescue Diver. Ich kann schwimmen. Muss ich dann auch einen Schwimmring haben? Ja klar, super hier ehrlich. Du. Am Reparieren? Ja. Das ist nett. Das ist nett. Du hast gute Herz, mein Schatz. Du hast gute Herz. Reparatur machen hier. Nein. Jawohl, jetzt steht er mir wieder richtig. Ja, kann er lesen. Das hast du schön gemacht. Ich stehe jetzt auf Thai hier. Also, der eine See hat 100% und wir haben 66 hier. Wir haben 66. 66. Namun, Namun in
In Pankow, ne? Ja. Hat 84.86%. Ja. Aber Nampung hat 66%. Ja. Nonghanse in Sokonakon full. 100%. 100%. Nonghanse ist full. Also. Hier nur 66. Das ist immer noch zu wenig. Kann nicht. Das ist immer noch zu wenig. Denk dran an die Trockenzeit, ne? Wenn wir hier Trockenzeit haben. Datum heute? Ich weiß gar nicht. 18. Ach Gott, also 18. haben wir heute. Wie gesagt, also Regenzeit bei uns, September, ist volle Pulle Regenzeit. Also da kommt am meisten Regen. Und ab Oktober geht es schon wieder runter. Geht schon wieder runter mit dem Regen dann. Ne? Und November ist eigentlich schon wieder aus. Ne? Also dann ist schon wieder Schluss. Bei uns im Isar. Ne? Also denkt immer dran, wir haben hier ein anderes Klima als im Süden. Wir haben hier eine andere Klimazone. Ne? Und dann müsste natürlich jetzt noch was kommen, dass der mal wieder voll ist hier. Ne? Okay, es ist auch ein riesiger See. Es ist ein riesiger See mit vielen Seitenarmen raus da. Ne? Und Sakuna Korn wird ja mit dem Wasser auch versorgt. Ne? Und Strom machen sie auch hier mit dem Damm. Ne? Aber wäre besser, wenn er voll wäre. Ne? Ja. Und schreien sie gleich wieder. Haben kein Wasser. Ja, ist was so. Ne? Also jetzt ist die Zeit zum Auffüllen. Aber gut, jetzt wenn die anderen sehen, was wir hier gerade jetzt gesehen haben, da weiter auch ihren Zulauf da machen, ist das ja auch schon mal gut, ne? Dass der dann als Hauptspeicher weiter jetzt gefüllt wird, ne? Aber eben noch nicht genug. Ne? Und bis der mal voll ist, ne? Da geht was rein. Ja, ne? Kann nicht. Und trotz aller Regen, ne? Was wir ja hier hatten da, ne? Und immer noch nicht voll. Ja, noch nicht, ne? Man pumpt 66, ich so viel, ne? Das ist noch nicht viel. Das ist noch nicht viel. Also, da guckt, ne? Da fehlt noch. Da kann noch, wenn er will. Also, ist nicht überall gleich, ne? Wenn man sagt, hier, gut, Thailand säuft ab, ne? Ich habe es euch auch schon mal gesagt, letztes Jahr, es ist wirklich nicht alles gleich in Thailand, ne? Denkt immer dran. So, nochmal Wechsel gemacht. Jetzt sind wir hier hinter Kamphoeben an der Hauptstraße. Hier standen wir auch schon mal. Es war mal eine Straße hier, gell? Wo hat's hier Fisch? Tatsächlich. Ich hab gesehen. Ich hab gesehen. Ich werde zu glocken. Ich werde zu glocken. Das gibt's da gar nicht. Da kommt er. Das ist ja Wahnsinn. Also es war mal eine Straße hier, gell? Ja, aber das ist jetzt. Jetzt kannst du nur mit Gummistiefel laufen hier. Mit Gummistiefel! Da fahre ich mit meinem Panzer auch nicht mehr durch jetzt hier. Mehr Fisch. Noch mehr Fisch. Guck mal, die Angel raus hier, komm! Wie die kleinen Kinder. Wie die kleinen Kinder hier schön durch den Matsch laufen. Da freut sie sich. So, jetzt pass auf. Da oben, wo die Autos fahren, siehst du gar nicht mehr, ne? Da siehst du gar nicht mehr. So, da oben, wo die Autos fahren. Da oben, da hatten wir also schon vor 5 Jahren hier Sandsäcke liegen. Da war der See voll. Siehst du gar nicht mehr, du siehst ja gar nichts hier. Das Einzige ist ja das, was wächst, das ganze Unkraut hier alles hier. Also, warte mal, da kannst du ja, da oben da. Also, da hatten wir oben schon mal Sandsäcke liegen. Da war der 100% voll. Jetzt, ne? Ich kann ja nicht viel zeigen, weil wir im Dschungel stehen. Hier, guck mal hier, alles hoch hier. In der Trockenzeit standen wir auch schon mal hier. Da war das hier Wiese. Aber jetzt halt nur. Ja. Also,
Wirklich wahr, wir haben hier noch nicht annähernd, dass der Nampung voll ist. Ne? Fehlt noch. Angeln sind zu überall am Gange hier. Aber sonst fehlt hier doch noch einiges an Wasser. Ja, also mit Grille wäre das nicht passiert. Ne? Ja. Ja, da hockt er doch, da hockt er doch. Da ist er. Na, fehlt. So, Jungs und Mädchens, das mal zum aktuellen Wasserstand in Sakunakorn oder um Sakunakorn. Hier Camp Höben, Sankor, da oben auf dem Berg. Mehr an Wasser haben wir jetzt noch nicht. Absaufen tun wir auch nicht bei uns auf dem Grundstück. Da kann auch gar nichts passieren. Wir haben ja bei uns eine Hanglage. Da kriegen wir also niemals Hochwasser. Alles läuft bei uns ab. Wir saufen garantiert nicht ab. Und jetzt wird auch, ja, ich denke kaum, dass noch mal so viel jetzt kommt. Ne? Ich kann es mir nicht mehr denken, dass wir jetzt noch mal hier so eine Katastrophe kriegen. Ich glaube es nicht. Wir hatten auch dieses Jahr noch nicht, dass ich einmal jetzt raus war. Und wir hatten dieses Unwetter. Ne? Ich konnte euch dieses Jahr noch gar nicht zeigen, weil es eben nicht da war. Oder es war dann halt mal nachts oder so, wo ich eh nicht aufnehmen kann. Dann, ne? Aber nicht so, wie wir es letztes Jahr hatten, weißt du, dass wir da Überschwemmungen hatten und dass wir hier Wasserfälle bei uns auf dem Grundstück hatten. Wasser kommt da vom Nachbarn darüber. Da, ne? Alles noch nicht gehabt. Was wir hatten hier war dann, jo, ich will nicht sagen, jetzt geht es normaler, jetzt Landregen. Es gab auch natürlich, gab es hier auch schon heftige Regen da. Ne? Aber wie gesagt, nicht eben diese Unwettergewitter. Ne? Das hatte ich also hier bei uns noch nicht jetzt gesehen. Anders als letztes Jahr. Macht nichts. Auf jeden Fall, wir haben bei unserem Brunnen weiterhin Wasser. Das wird doch nächstes Jahr auch da so sein. Wir werden nicht verdursten. Wasser ist auch da. Es reicht. Gut, das war's für heute. Immer an denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Der wird nicht voll werden. Also ich bin mir sicher, dass der dies Jahr nicht mehr voll wird. Wenn Gewitter kommt. Dafür ist die Zeit zu spät schon. Und wie gesagt, also ab Oktober ist er schon wieder aus. Ne? Da kommt nicht mehr viel. Oktober ist schon wieder aus. Da ist schon die ganze Energie wieder weg mit Monsun. Dann kommt auch nicht mehr viel da. Ne? Das hätte jetzt schon wirklich dann sein müssen hier. Ne? Da kommt nicht mehr viel. Ne? Und auch wenn es jetzt mal richtig Regen gibt, der See ist so groß, der steigt nicht so wie unsere Teiche da, ne? Dass den mit einmal dann dementsprechend hochsteigen. Das ist ja hier nicht bei dem, ne? Bei der Riesenfläche dann. Ne? Ist nicht. Gut, aber jetzt, Tschüss. Tschüss. Ciao.